Ja, ganz herzlich willkommen bei Grün und Gesund. Heute wieder mit Professor Dr. Bernd Gerken. Ich freue mich sehr, dass er sich die Zeit genommen hat. Und ich habe ihn ja im ersten Video schon mal sehr ausführlich vorgestellt. Seit seiner Kindheit ist er in die Natur vernarrt sozusagen und beschäftigt sich da sehr viel mit. Und er lebt in Deutschland und Südportugal, da wechselt er. Und er ist auch mit im Vorstand des Bund für Gesundheit e.V. mit Sitz in Heinsberg zusammen mit der Christa Kerinis. Und ja, heute soll es um grüne Säfte gehen. Grüne Säfte, auch ein hochinteressantes Thema. Ich beginne auch gerade für mich, dieses Thema ein bisschen zu entdecken. Habe hier auch extra für das Interview einen grünen Saft schon gemacht. Ich habe gerade den Green Star hier. Ich muss aber sagen, dass ich noch gar nicht so viel Erfahrung mit den grünen Säften habe, mehr mit den grünen Smoothies. Und deshalb, weil wir das Thema grüne Smoothies in einem der letzten Videos schon ausführlichst behandelt haben, heute das Thema die grünen Säfte. Und lieber Bernd, da habe ich direkt ein paar Fragen für dich, nämlich warum überhaupt grüne Säfte? Also was sind denn die Vorteile eines grünen Saftes? Vielleicht kannst du da erstmal was zu sagen. Ja, wenn ich mir mal so gerade vorstelle, man hätte mich das als Kind gefragt, dann hätte ich einen Rotationsentsafter in der Idee gehabt. Ja. Und dann hätte ich, ich habe also heute für das Interview mal Gartenrose mitgebracht. Ja. Ja. Die hat ein sehr starkes Grün. Die ist auch in meiner Steppe hier jetzt im Sommer voll grün und blüht. Die Knospen schmecken. Okay. Mhm. Wenn ich jetzt also Gartenrosenblätter in meinen Rotationsentsafter tue, dann liegen die da flach am Rand, ja, und du kriegst vielleicht 1,5 Tropfen Grün raus. Da, okay, kannst du vergessen. Ja. Das heißt, wenn du also einen grünen Saft machen willst aus so etwas, dann brauchst du eine Maschine, die schreddert. Mhm. Wie so ein Gartenschredder in der Stadtverwaltung. Ja, aber ja. Green Star sind ja so kleine Walzen drin oder so, die es dann zerquetschen. Wunderbar, super Walzen, ja. Und die sind sehr fein gebaut, die sind sehr stabil. Damit kann ich alles aus, ich könnte also schlimmstenfalls sogar aus diesem Kugelschreiber noch Saft machen. Und das ist tatsächlich klar, denn ich habe irgendwann zum Beispiel gemerkt, ich möchte eigentlich gerne mehr Brennnesseln essen. Ich war davon weg, dass mir alle Leute gesagt haben, ja, Brennnesseln sind gut, dann musst du den Tee trinken, das reinigt. Ja. Ich habe dann gesagt, okay, ich will eigentlich keinen Tee trinken, ich will Brennnesseln essen. Hm. Und die Blätter kannst du natürlich essen, du kannst die rollen, ja, 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 genau. Mein Urfit, die Brennnesselröllchen. Damit das nicht so pitzt auf der Zunge, bricht man die quasi ab, die kleinen Stacheln. Ja. Du musst diese kleinen Drüsenstachelchen, die musst du halt deaktivieren. Aber dann hast du im Spätjahr immer noch Hunger auf grünen Saft. Es wird also in Europa schon ein bisschen dunstig. Der Hasel hat unterseits schon Schimmel auf den Blättern, kann ihn nicht mehr essen. Ja, und dann habe ich halt eine Green Star. Da kann ich mir 2 Meter Brennnesseln durchlaufen lassen. Ja, die zieht ja so langsam die rein und zerquetscht die und da unten kommt der Saft rausgepumpt. Genau. Ein Stück nach dem anderen und da macht er einen richtigen Saft. Und ja, damit kriege ich im Grunde genommen den Saft, der sozusagen direkt in den Leitbündeln sitzt. Ja. Und diese Leitbündel, die sind innen mit Wendeln ausgestattet. Mit Lochmuskeln jetzt drin, ja? Mhm. Also in allen Pflanzen. Ja, okay. Das heißt, dieser Saft, der fließt so ähnlich wie Grundwasser oder Bergwasser, ständig turbulent. Mhm. Der ist so gesund, dieser Saft, wie ein Qigong-Meister oder Tai-Chi-Meister, der diese typischen Bewegungen macht. Mhm. Diese Bewegungen machen und die Natur will Spiralen oder Eiergestalten haben. Mhm. So, und meine Maschine arbeitet mit Spiralen und macht mir daraus einen Saft. Und jetzt kommt dann der Bernd, der aus der normalen Welt kommt, wie wir alle, ja, und der einfach Berge von Zeug gegessen hat. Und der will natürlich jetzt für sich 1 Liter Saft. Ja. Und dann trinkt er diesen Liter Saft in 5 Minuten weg. Ja. Und da sind also von mir aus 3 Meter Brennnesseln drin, ist da ein halber Eimer Giersch dabei, verstehst du, so geht ja das dann. Und jetzt stell dir doch mal, irgendwann wird dir klar sein, was hast du denn jetzt gemacht? Wenn du nur eine Girschpflanze isst, da brauchst du 3 Minuten für. Ich meine, müsst ihr mal überlegen, mach mal. So, und dann fängst du doch an, experimentell zu leben und sagst, sag mal, wie viel Meter Brennnesseln kann ich pro Stunde essen? Das klingt lustig, ja? Ja, jetzt stimmt, weißt du ja auch, genau wie beim Smoothie,
Darf ich also meine Green Star Säfte oder welche, vielleicht macht der Champion das auch, die Maschine habe ich nur von gehört, ich denke, die ist auch gut, ja. Aber mit so einer Maschine mache ich mir natürlich viel zu viel Saft pro Zeiteinheit, es sei denn, ich kaue. Aber ich habe wieder keinen richtigen Kaureflex, wenn das Zeug so weich ist. Und deswegen kannst du dir dann da, also du kannst jetzt zum Beispiel Hanfkörnchen in den Mund legen, da musst du richtig kauen oder tust ein paar Mandeln dazu. Aber uns geht es natürlich dann auch vor allem um die Inhaltsstoffe. Ja, warum jetzt, denn? Wir sind ja schon bei zwei Fragen. Ich hatte dich erst gefragt, warum überhaupt grüne Säfte? Und jetzt sind wir im Prinzip schon bei der Frage, grüne Säfte kommen in der Natur ja nicht vor. Ja, warum dann trotzdem? Aber vielleicht kannst du einfach mal kurz prägnant sagen, was jetzt die Vorteile sind von einem grünen Saft. Erstmal, warum sollte ich mich mit dem Thema grünen Saft überhaupt auseinandersetzen? Ich erschließe mir den gesamten Zellinhalt. Okay. Und wenn der normale Mitteleuropäer kaut, also angenommen, der bekommt ein Essen und bekommt einen Salat, wenn ich meine lieben Mitmenschen beobachte, wie die kauen, und das sehe ich nicht nur an mir, sondern wirklich an ganz vielen. Das ist mehr so ein Schlingen. Das ist viel zu schnell. Das kommt runter in den Magen, da sind große Teile des Pflanzengewebes überhaupt nicht aufgeschlossen. Ja. Aber da muss überall das hier vorne dran. Mein Saft hat zumindest schon mal den Vorteil, dass er mir das Zeug rausbringt. Das ist ja auch der Vorteil des grünen Smoothie. Ja. Wenn ich mir aber jetzt angucke, was mein Rosenblatt in dieser Green Star macht, so wie es an diese Wendeln kommt, ist es praktisch ohne Sauerstoff. Da ist bei weitem nicht mehr so viel Sauerstoff wie bei den wirbelnden Messern. Und meine Messer werden auch nicht warm. Die werden so ganz sanft warm, aber die werden nicht weit über 30. Wenn ich jetzt diese Green Star, die das so quetscht, die ganz langsam ist, der wird sehr wenig Hitzeentwicklung. Ja. Also die Wärme hält sich sehr in Grenzen. Also das ist also auch ein Vorteil sozusagen, dass ich da wenig... Der Green Star, oder besser diese Art von Saft, ist auf jeden Fall eine Fortentwicklung. Und ich erschließe mir das Innere. Und dann kommen doch an uns Rohrköstler immer die Frage, wo bekommst du dein Eiweiß her? Ja. Also ich sage den Leuten dann, ich esse Erbsen. Aber du, ich esse, Andreas, ich esse im Jahr 48 3/4 Erbsen. Was soll ich mit so viel? Ja gut, das Eiweiß steckt ja in dem Pflanzengrün drin, ne? Und darauf will ich raus. Genau. In jeder Zelle ist alles drin, sonst könnte sie nicht leben. Und natürlich muss ich mir überlegen, ob der Mensch nicht möglicherweise doch mal mehr Fett braucht. Zum Beispiel, wenn er im Winter in Neuseeland sitzt, in Südneuseeland oder in Südgrönland, da ist ja irgendwas komisch. Aber dafür sind wir ja nicht gemacht. Wir müssen immer wissen, dass wir adaptiert sind, angepasst an Zentralafrika. Und diese Anpassung haben wir auch zu einem großen Teil noch behalten. Es hat sich ein bisschen was verändert, aber ich glaube nicht, wir haben uns noch nicht an die Burgundersoße angepasst und wir haben uns auch noch nicht an die vielen grünen Pflanzen Mitteleuropas angepasst. Wir suchen noch immer Pflanzen aus Afrika. Ich bin ganz sicher. Wir suchen bestimmte Konsistenz. Und du kannst ganz sicher sein, so einen richtig scharfen Kohl, so wie das zum Beispiel so ein Rosenkohl. Stell dir mal vor, du kannst einen ganzen Topf gekochten Rosenkohl essen. Aber wenn du mal 5 Rosenkohl als Rohköstler isst, dann guckst du aber ganz schön. Ich verstehe auch die Leute nicht, die damit einen grünen Smoothie machen, muss ich sagen. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Du kannst da ein bisschen dazu geben. Und du kannst zum Beispiel jeden Tag etwas Kohl essen. Aber was bedeutet mir das? Das muss mir sagen, erstens ist die Antwort, du kannst nicht so viel von diesem Kohl essen, in Klammer, der gezüchtet ist. Ja, ist ja nicht der Urkohl. Aber du kannst ja nach Helgoland oder nach Bournemouth in England gehen, da wächst der Urkohl, kannst ihn an der Küste holen und dann wirst du merken, du wirst genauso wenig in großen Mengen essen. Aber was ich irgendwann schnallen muss, Mensch, von Natur aus würde ich ja gar nicht so schnell so viel essen. Also wenn du zum Beispiel ein Schnapsglas grünen Saft hast, den kannst du trinken. Ja. Und wenn du den sogar kaust, und wenn du den richtig kaust, also mach das mal, wenn du so ein, wenn, oder macht ihr das alle mal, wenn du so ein Schnapsglas, ist ja mal was Besseres drin als bloß Dornkart, wenn du diesen Schnapsglas nimmst und das jetzt mal einfach 20 Minuten spülen, dann muss man sich konzentrieren, weil unsere Schlucke will immer schlucken, ja? Ja, der will, klar. Ich sag, das ist doch fertig, kann runter. Aber du wirst merken, der fängt zum Schluss an, interessant zu schmecken. Und zwar, der schmeckt, weißt du, warum der schmeckt? Darf ich das fragen? Ja, klar. Haben wir das schon gefragt? Nein. Also, Wir geben nämlich Stoffe durch die Mundschleimhaut rein. Also anfangs ist das so, es kommen Verdauungssäfte. Und dann gucken sich die Verdauungssäfte und unsere Mundschleimhaut an, was wir daraus machen. Und dann fängt sie an zu resorbieren.
Und irgendwann, das kennt jeder vom Ölziehen, irgendwann fängt sie an, Stoffe aus dem Körper abzugeben. So nach dem Motto im schlechten Deutsch, weil, ich könnte doch auch ein bisschen was rausschmeißen. Und das mache ich durch meine empfindlichen Schleimhäute. Mhm. Und ich habe zum Beispiel so einen Greenstar-Saft festgestellt, das habe ich auch mit Avocado festgestellt. Und das finde ich, da war ich richtig high. Wenn ich eine Avocado oder einen Greenstar-Saft lange koche, lange kaue, und bin noch nicht lange weg von meiner versalzenen Kochkost. Ja, ich habe ratzfatz umgestellt und hatte noch versalzene Kochkost im Bauch. Ja. Dann entgiftet mein Körper den Überschuss an Kochsalz. Ach. Das heißt, meine Smoothies haben wir nie richtig gemacht, aber eben diese Greenstar-Säfte und diese Avocado-Breie, diese fetten Breie, die fangen bei mir nach 20, 25 Minuten nach der versalzenen Graupensuppe meiner lieben Tante zu schmecken. Ach, das gibt's ja nicht. Also sprich, ich kann das auch mit Avocados Ölziehen machen. Also für alle, die Ölziehen nicht kennen, ich nehme Öl. Man kann, glaube ich, beliebiges Öl nehmen. Je hochwertiger, desto besser. Aber es geht auch mit normalen, also nicht so hochwertigen. Ja. Und das spüle ich sozusagen durch den Mund und ziehe es mir durch zwischen den Zähnen. Und dann entsteht dieser Effekt, den du beschrieben hast, dass der Körper entgiftet. Und man sollte das nachher unter allen Umständen vermeiden, runterzuschlucken. Das ist nämlich dann hochtoxisch, ausspucken. Und das ist jetzt das Interessante. Das kann man auch mit Avocados machen. Das ist mir jetzt völlig neu. Ja. Das kannst du mit jeder richtig fetten Frucht machen. Ach ja. Das kannst du notfalls auch mit westfälischem Speck machen. Also ich meine, das würde ich dir empfehlen. Ja. Geht das auch mit Nüssen oder? Ich denke, das geht auch mit Nüssen. Ja, okay. Ja, die haben irgendwie für mich zu viel Eigengeschmack. Also da habe ich dieses Erlebnis nicht so gehabt. Da ist das Fetterlebnis nicht so dominant, weil ich esse die immer mit Haut. Ich will aber noch was anderes raus. Jetzt kommt da wieder die Frage, ja, wie komme ich denn an Rohkost? Angenommen, ich bin auf einer Insel und habe keine Bücher. Hm. Jetzt muss ich lesen. Ich bin jetzt Robinsona Crusoda. Ja, was mache ich jetzt? Dann habe ich kein Buch. Ja. Was mache ich? Ich fange an, die Sachen zu testen. Ich gucke irgendwann, werde ich satt. Ja. Ich kann sie mir auch mit einem glatten Stein, den ich an der Küste finde, plattrollen und den Saft rausfinden. Ja? Wenn du zum Beispiel Wegerichblätter hast, die sind ja sehr saftig. Hm. Wenn du die 5 bis 10 Minuten drückst, kommt der Ursaft raus und da hast du eigentlich das Beste vom Wegerich. Okay. Geschlossen brauchst du nicht viel. So, das heißt, ich teste das. Jetzt muss das einfach jeder testen. Hm. Wie viel? Wo die Menge aufhört. Und du hast gesagt, dir schmeckt dein Saft, dann ziemlich stark. Das wäre für mich jetzt der Hinweis, Andreas, du hast genug. Also du beziehst dich wahrscheinlich auf das, was wir im Vorgespräch eben gesagt haben, dass ich gesagt habe, mein grüner Saft, der schmeckt ein bisschen scharf. Ich hatte nämlich jetzt einfach mal im Bioladen, weil ich mich mit den grünen Säften noch nicht gar nicht so gut auskenne, habe ich einfach mal gesagt, ich probiere mal was aus. Ich habe Frührübchen, gab es da gerade, und habe die einfach mal erst das Pflanzengrün und dann die Rübe selber durchgejagt. Und das Ganze schmeckt doch recht scharf, ja, weil die Rübe irgendwie da einen sehr scharfen Geschmack hat. Und es ist jetzt nicht so, dass ich sage, yippie und weg damit. Ich habe noch 2 Äpfel dazu gegeben. Aber es ist eher so, ja, okay, ich trinke es mal, weil es gesund ist. Ne? Also das ist sehr schön. Damit sind wir ja eigentlich jetzt auch unter anderem bei 2 Punkten. Was mache ich denn jetzt praktisch mal für den Saft? Genau, das interessiert ja auch ganz viele. Wie gehe ich denn praktisch jetzt mal daran? Genau. Und ich möchte dich jetzt noch fragen, hast du auch mal an deinem Saft gerochen? Das kann ich direkt noch machen. Ja, habe ich gemacht. Wie riecht der? Wie riecht der? Schwierig. Leicht süßlich. Ja, leicht minimal süßlich riecht er jetzt. Also vielleicht riecht er ja auch grün. Also ich will, da müssen wir auch, das dürfen wir nicht vergessen, also mach dir auch mal noch einen kleinen Knoten ins Ohr oder ins Taschentuch, dass wir über das Thema Geruch nochmal sprechen. Denn wir sind uns möglicherweise einig, dass diese grünen Blätter von meiner Rose oder von meinem, was nehme ich denn jetzt mal, Gänsedistel oder dass die irgendwie kaum riechen oder grün riechen, ja? Ja. Es kann sein, dass da schon einige widersprechen. Das finde ich ganz toll. Auf das Thema Geruch kommen wir gleich, die Spannung steigt. Aber ich denke einfach mal, erstmal ein paar Säfte machen. Ich bin also jetzt stolzer Besitzer. Für 599 oder 499 Euro stelle ich mir so eine Maschine dahin. Ja? Ja.
Jetzt bin ich also Rohköstler, nenne mich möglicherweise auch Urköstler, und das wäre sehr toll, und habe eine Maschine, die ist absolut Hightech. Also es gibt Hightech-Dinger, ja, die sieht auch aus wie so ein Flugzeug, wenn du vorne die Schraube abmontiert hast, wie so eine Cessna oder so, und jetzt machst du dir deine Säfte. Und was du gesagt hast, finde ich auch sehr gut. Du hast etwas Apfel dazugegeben, um das Ganze etwas anzumischen und gefällig zu machen. Ja, aber sonst weil du natürlich nicht trinken. Das kannst du ja überhaupt nicht trinken. Da gehst du mal mit dem Finger in den Top rein. Ja, aber ich hatte dich jetzt eben schon bewundert, wo du sagst, du tust das Grün rein, hast so ein kleines Pinnchen da, nur grün. Also das wäre für mich, boah, nee. Aber mit Apfel dazu, da habe ich ganz gute Erfahrungen jetzt gemacht. Um das mal ein bisschen auszuprobieren. Das will ich eben auch sagen, es kommt natürlich aufs Grün an. Und ich würde also einem Anfänger raten, wenn er als Rohköstler Kohl nimmt, dann soll er den Kohl einfach essen und soll den auch sehr gut kauen und lange kauen. Weil der schärfste Kohl wird nach einigen Kauen meistens nussartig. Mhm, okay. Das liegt daran, dass wir aus unserem Verdauungssystem beziehungsweise aus dem Gewebe Stoffe dazugeben, die uns den irgendwie auch geschmackseinheitlicher machen. Freundlicher machen. Aber wie sieht denn jetzt mal so ein typischer Einsteiger grüner Saft aus, wo du sagst, gibt doch mal ein Rezept, wo du sagst, das ist für einen Einsteiger eine gute Sache? Also ich würde zum Beispiel, wenn jemand zum Beispiel, und das ist, ich höre jetzt schon wieder so und so, was nimmt der? Also ich würde zum Beispiel überlegen, ob man auch Gurken nimmt. Wenn ihr also zum Beispiel Gurken habt, die nicht so reif sind, dass sie so adstringierend wirken. Sondern dass die relativ gurken, dass die nicht so zusammenziehen, so trocken wirken, ja? Okay. Dass das Gewebe, gibt doch manchmal so Sachen, da bleibt einem alles kleben. Ja, sind die fast noch unreif, die Sachen, so, daher kenne ich das jetzt. Entweder also Banane zum Beispiel, unreif. Ja, da hast genau. Du so ein Gefühl, bleibt alles hängen, ja? So, und da sind ja auch die Zellwände noch gar nicht aufschließbar durch den Körper. Das signalisiert uns das. Also die Pflanze signalisiert uns, was ich essen kann. Und das tut auch das Grün, nicht nur die Nuss. Bei den Nüssen merken wir das ja kaum, diese Phrase Abwehrstoffe. Und also ein Gras zum Beispiel, das ist nicht nur zäh oder silikatig, sondern Gräser sind so, dass die mich zum Teil, wenn ich sie nicht versafte, auch abschrecken. Deswegen kann ich verstehen, dass die Leute den Spruch nicht verstehen, wenn du Hunger hast oder wenn du lange leben willst, musst du ins Gras beißen. Weil Gras ist ein ganz eigenes Thema. Und für einen normalen mitteleuropäischen Bürger ist Rosenkraut schon sehr zäh. Mhm. Ich habe mit Hasel angefangen. Ich habe also den Green Star Saft im Mund gemacht. Ich habe mir den Hasel einfach eingefüllt, ich wollte es einfach wissen, bin zum Sensen gegangen, habe nach 20 Minuten gemerkt, dass ich jetzt Spinat im Mund habe. Das heißt, ich hatte praktisch einen Green Star-Effekt. Und dann habe ich, weil ich das wusste, habe ich zum Beispiel mit Hasel angefangen. Was ein sehr gutes Laub ist, völlig mild, ist Weißdorn. Also wenn die Leute eine Weißdornhecke kennen, die nicht gegen diese kleinen Gespinstmotten gespritzt ist, können Sie diese Weißdornblätter sammeln und machen daraus einen ganz milden Smoothie. Wenn Leute mir zum Beispiel sagen, ich empfehle den Leuten Rotbuchenblätter, dann sage ich, das kannst du nur versauerten Leuten empfehlen, weil Rotbuchenblätter sind, wenn sie erwachsen sind, extrem zäh und ziemlich sauer. Probier das mal. Wenn Rotbuchenblätter ganz jung aus der Knospe kommen, dann werden die auch relativ schnell säuerlich. Mhm. Also Rotbuche ist garantiert nicht als erstes was für mich. Aber jetzt hat doch fast jeder eine Linde im Garten stehen oder irgendwo in der Stadt oder im Dorf oder in der freien Landschaft. Mhm. Dann geh zu der Linde hin, hol die Knospen, hol die Blätter. Du kannst sogar die Blüten nehmen. Das ist ja ewig dieses Thema mit diesem Fiebertee. Ja? Wir machen keinen Tee. Die Blätter, die schmecken so doll. Und oft sind auf diesen Blättern auch Läuse. Dann nimm auch die von den Läuseausscheidungen überzuckerten Blätter. Da sind auch Blaualgen drin. Und nimm die. Also Linde und Weißdorn sind ganz mild. Dann kann man zum Beispiel, wenn der Löwenzahn nicht zu alt ist, wenn der sehr alt ist, wird er sehr bitter, ja, dann kannst du Löwenzahn nehmen. Du kannst ganz im Frühjahr zum Beispiel Schaboxkraut nehmen, das Frühlings. Schabox, Ranunculus vicaria. Also ganz kleine grüne Blätter, Schaboxkraut, weil viel Vitamin C drin ist für uns Skorbut. Hat man es früher gegen genommen, ne?
Das ist eines der ersten, was mit den Huflattichblüten erscheint. Ja. Du kannst auch Huflattichblüten essen. So, du kannst also auch zum Beispiel Blüten von Rose oder Huflattich oder eben zum Beispiel dem Löwenzahn mit versaften. Versafte Blüten mit. Ah, ja. Dann hast du auch das die Blütenfarbstoffe. Das mhm. ist wunderbar. Und Rosenblüten duften. Oh, dann duftet dir da so ein Saft entgegen. Ja. Und versuch die Säfte mild zu machen. Also du musst mir schon empfehlen, immer wieder was Frucht mit dabei zu geben, um es eben auch genießbar zu machen, sozusagen. Du kannst Äpfel nehmen, aber dann müssen die Äpfel reif sein. Okay. Und ich halte etwas zurück, weil ich würde nicht zu viel Frucht untermischen. Das ist für den Körper, Frucht ist Frucht, Grün ist Grün. Ja? Okay. Frucht ist mal eben ein bisschen was, aber eben eigentlich altertümlich, wie wir anderen mal betrachten. Und Grün ist sozusagen das, was ich all the day long habe. Und dieses Grün, was ich da habe, das esse ich, wenn es mir schmeckt. Also wenn ich zum Beispiel im Frühjahr an Schlehenbüsche gehe und hole mir ein Blatt, dann schmeckt es nach Bittermandel. Die Schlehe will noch nicht gegessen werden. Wenn ich im Spätjahr an Schlehenblätter gehe, die schimmeln nicht so schnell wie die vom Hase, dann kann ich die essen. Das ist bei der Kirsche genauso. Bei Prunus ist das so. Dann kannst du die Blätter essen, weil sie süß sind. Also ab August zum Beispiel esse ich hier in meiner Steppenlandschaft die Pflaumenbäume auf. Ach, und nicht die Pflaumen, sondern die Blätter, ja? Die haben so viele Blätter. Und ich habe zum Glück, das ist auch noch interessant, ja, ich habe solche Pflaumen, ich habe eine mal mitgebracht. Das sind Rückschläge. Das sind verwilderte Pflaumen. Mhm. Meine Originalpflaumen, die gezüchteten, sind solche dicken, kranken Dinger. Ja. Die sind total süß, total schlotzig, wie man sagt. Ja. Da badest du als Anfangsrohrköstler oft so gerne drin, weil wir ja alle süß konditioniert sind, fast ja. alle. Und meine Rückschläge, wir waren eben im Garten. Ich hab's ja neulich wieder, mir fällt es dann immer wie Schuppen aus den Haaren, weil ich komme auf diese Frucht zu, denke, die muss doch jetzt total süß sein, oder wenn sie nicht reif ist, total sauer. Das ist die reif, die ist überhaupt nicht richtig süß. Die ist ganz sanft, die ist völlig mild. So, und so eine Frucht kannst du dazu mischen. Aha, ja, es ist natürlich schwierig, dass sowas in einem normalen Supermarkt sowas zu bekommen. Muss man, selbst im Bioläden ist das schwierig. Das kriegt jetzt nicht, ja. Genau, deshalb muss man einfach gucken, was man kriegt. Aber es ist ja schon mal gut zu wissen, dass man vielleicht einfach den Anteil an Obst eben auch langfristig da reduziert. Aber dazu mehr auch in einem eigenen Video zum Thema Obst. Also, weißt du, wenn wir sind ja jetzt bei den grünen Säften. Genau. Und wir machen jetzt die grünen Säfte so schmackhaft wie möglich. Nun sind zum Beispiel die Mohrrüben ja hochgezüchtet. Richtig, ja. Die Mohrrüben sind, wenn sie zum Beispiel als gekochtes Gemüse sind, ganz entgegen aller früherer Auffassung, sehr ungesund. Mhm. Weil da kommt dem Körper eine riesen Süßlast entgegen. Ja? Weißt du, ich weiß nicht, du hast früher auch Gulasch gegessen, wenn sie da Mohrrüben mitverkocht haben, dann war der süß. Ja. Und damit konntest du die Leute, ja, damit haben sie mich früher mal zum Gulasch gekriegt. Ich war nämlich auch eigentlich erstmal süß und obstkonditioniert. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt unsere Mohrrüben nicht kochen, dann kriegt der Körper dieses Süß nicht so schnell freigesetzt. Und mit Mohrrüben kannst du wunderbar dämpfen. Mohrrüben bringen so einen ausgleichenden Charakter rein. Ach so, dämpfen. Ah, okay, okay. Ah, okay. Ja, Gottes Willen nicht erhitzen. Nein, nein. Du dämpfst damit die Verzierung der Geschmäcker. Mhm. Ja? Wir wissen ja sowieso, je mehr wir mischen, umso weniger können wir schmecken. Hm. Ja. Also ob dir ein Gemisch gut tut, kann dein Körper gar nicht erkennen. Du kannst nur jede einzelne Pflanze testen und sagen, also allein würde ich die nie essen. Und wenn du das rauskriegst, dann tu das bitte auch nicht im Saft. Ja, das ist mal wichtig, vorher mal die Sachen zu probieren. Beim grünen Smoothie genauso. Einfach die Sachen vorher mal so alleine probieren, gucken, ist das was für mich? Je mehr ich da reinschmeiße, ich sage immer, beim grünen Smoothie möglichst wenig Zutaten. Am besten ist natürlich nur eine Sache, auch von der Verdauung her später. Da gibt es ja viele Gründe, die dafür sprechen. Das genau. Weißt du, und wenn wir jetzt Anfänger sind, also ich möchte das mal mit etwas aus unserer Gesellschaft vergleichen. Das Kindchen bekommt zu Weihnachten eine elektrische Eisenbahn geschenkt. Am zweiten Weihnachtsfeiertag kennt es die Technik in- und auswendig und ist kein Anfänger mehr. Mhm. Wenn du jetzt heute mit Rohkost anfängst und es so machst, wie wir damals, wir haben uns dann auch tatsächlich eine Grießzange gekauft. Irgendwie waren für uns die Smoothies nichts von Anfang an. Wir haben diese Säfte genommen. Wir haben auch roh gegessen und ganz viel Obst und so weiter.
dann denkst du, du hast nach einem halben Jahr hast du das Ei des Kolumbus gefunden, du bist jetzt kein Anfänger mehr und dieses ist ein Irrtum. Bitte Bescheidenheit. Wirklich Bescheidenheit. Und solange in irgendeinem Rohkostbuchrezept steht, auf Wunsch Salz dazu, würde ich sogar sagen, lies das Buch, schau dir die Gemische an, sieht sehr schön aus. Und jetzt teste jede Pflanze für dich und lass auf jeden Fall das Salz weg und lass auf jeden Fall das pauschale Öl weg. Mhm. Weil Öl hat es von Natur aus. Hast du schon mal einen Schimpansen oder einen Aff gesehen oder einen Elefant gesehen, der sich eine Nuss bis zum Ölblatt tritt? Und der Elefant hätte ja wenigstens einen Rüssel. Ja, wir haben einen Kaumund. Wir haben keinen Saugmund für ja. Öl. Öl hat es bei uns von Natur aus so nicht gegeben. Wenn ich eine Olive wild finde, wenn sie 2 Wochen unterm Baum liegt, dann ist die reif. Und dann kann ich, wenn ich die entkernt habe, könnte ich die durch meinen Green Star tun und hätte einen nicht bitteren Zusatzgeschmack durch Olive. Mhm. Mit Fett und Wasser. Und diese Oliven, das waren meine ersten Oliven, wo ich überhaupt gemerkt habe, dass mir die schmecken. Entweder sind sie versalzen oder sie sind total bitter. Ja. Ja, genau. Pass auf, wir haben noch ganz viele Fragen, wo wir vielleicht noch ganz kurz ein bisschen drauf eingehen, um das Ganze jetzt nicht zu lang werden zu lassen, wo du vielleicht wirklich ganz kurz prägnant noch was zu sagen kannst. Und zwar ein Wort zum Trester. Trester ist das, was was ich bei dem grünen Saft sozusagen übrig hat, nämlich die Ballaststoffe. Also es wird ja der Saft rausgequetscht. Der Trester ist das, was von der anderen Seite rauskommt. Man sagt, oder ein Argument ist ja, das ist auch nicht natürlich, aber im Prinzip hast du es auch schon anfangs beantwortet. Der grüne Saft ist eine tolle Sache, aber am besten ist es ja quasi, wenn ich es selber kaue. Ne? Ja. Und die Ballaststoffe gehören ja eigentlich auch in den Körper rein, das würdest du so unterschreiben, ja? Also, schau, nach dem, was wir von Natur aus essen, ohne Green Star, ist das ja trivial. Ja, genau. Aber ich kann natürlich auf gar keinen Fall, wenn ich so einen Litertopf von der Green Star voll habe, da kann ich den Trester essen, der da rausgekommen ist. Ich kann diesen Liter Saft trinken. Mhm. Und ich kann dir versichern, du wirst es mir glauben, das habe ich jahrelang gemacht. Ja, okay. Aber das kann es nicht sein. Ja, und ich habe dann auch nicht immer richtig gekaut. Wir sind einfach Menschen. Das kannst du nicht halten. So, und ich würde auch den Trester nicht kauen. In allen Pflanzen heutzutage ist im Grunde genommen... Sondern was würdest du unterschlucken direkt, oder was würdest du machen? Nein, ich würde den, wenn ich ihn auspresse aus der Green Star, dann würde ich den gar nicht mehr essen. Ah, okay, gut. Also die sehr viele Giftstoffe bleiben in diesem Faserzeug einfach drin. Was ja auch und ein Vorteil ist. Du kannst eben, und du kannst dich ernähren, wie du willst. Ob du nun Bio isst und ob es überhaupt Bio ist, ja, das ist noch alles die Frage, oft leider wirklich. Ja. Also du hast... Alle haben Glyphosat im Körper. Wir nehmen alle Dioxin auf. Wir nehmen alle Sachen auf. Und bitte mental, wir müssen das Essen segnen. Da kannst du jetzt von mir denken, was du willst. Das Essen will gesegnet werden. Ob du das auffällig machst oder unauffällig. Ja, das hat gar nichts mit dem lieben Gott und seinem Bart zu tun. Das ist mir auch sehr wichtig. Also den Trester nicht essen. Wir als sparsame Deutsche haben in den ersten Jahren versucht, ob wir die Ausbeute erhöhen können. Wir haben den dann 3-mal hinterher reingetan. Du, die 5%, die da noch rauskommen, kannst du einfach vergessen. Ja. Tu das zum Komposthaufen. Okay. Und wenn du wirklich ein bisschen willst, das würde ich ja sowieso empfehlen. Wenn du einen Green Star Saft machst, dann ist also pro Person eine Tasse völlig genug. Ah, ja. Und für diese Tasse brauchst du 20 Minuten. Und damit du diese Tasse so isst, tust du dir da ein paar Blättchen dazu vom Original oder eben ein paar Nüsschen, ein paar Sesamkernchen und kaust. Mhm. Und redest du nicht zu viel beim Essen? Bei unserem Essen wird immer viel zu viel geredet. Sondern du isst einfach mal meditativ. Schau mal, stell dir mal vor, du willst ein Buch schreiben oder stell dir vor, du willst ein Bild malen. Bist du dann die ganze Zeit am Schwätzen? Ja, genau. Ja, also sprich, man sollte sich auf den Vorgang des Essens konzentrieren und den ganzen Körper sozusagen darauf einstimmen, auf diesen Vorgang und nicht sich und ablenken und am besten noch dabei Fernsehen gucken und gib eben, ja. Genau, schon klar. Und gleich einen Vertrag unterzeichnen und sonst, weißt du, es gibt auch wirklich ganz viele Mitmenschen, die dann richtig beleidigt sind, wenn du die Idee hast, wir könnten jetzt mal 15 Minuten still sein. Und dann ist man beispielsweise mal in so einem buddhistischen Kloster und da ist es völlig selbstverständlich, da läutet die Glocke und plötzlich
hält sich Heidemarie und Edwin aus der Franz-Josef-Müller-Straße 23 auch daran, aber zu Hause machen sie es nicht. Ja. In den ersten 15 Minuten gibt es für mich auf dieser Welt nichts als mein Essen. Ja, das hört sich gut an. Und wenn ich diese Worte selbst berücksichtige bei mir, weil ich das auch nicht immer tue. Ja. Und wenn ich manchmal bei Leuten bin und ich habe sie jetzt 3 Monate nicht gesehen, dann will ich noch mit denen, ja, dann sind wir wieder am Reden. Und dann ist das Essen schon wieder Nebensache. Und dann wirkt es auch noch zur Hälfte und zum Drittel. Und meinst du, dann kann dein Häufchen gut werden? Das kann nicht gut werden. Und das ist es auch nicht. Ja? Interessant. Das kannst du mit jedem Anfänger Rohköstler klären. Meditativ essen ist langsam essen. Ja. Und das bedeutet, es kommt langsam in den Körper. Alle Organe stellen sich darauf ein. Der Enddarm weiß schon, ey, da kommt in ein paar Stunden irgendwas das Erste an und dann hast du es morgen, kommt dann der Hauptschwung und so weiter und so fort. Ja. Die haben alle schon Rollenverteilung, ja? Ja. Pass auf, jetzt sind wir schon bei einer halben Stunde. Ich will das Video, dass es nicht zu lange wird für unsere Zuschauer, aber vielleicht gibt es noch ein paar Punkte, wo wir einfach in 1, 2 Sätzen was zu sagen können. Nämlich, von den Zutaten haben wir einige Sachen jetzt schon gesagt. Aus dem Garten, Wildkräuter kann man dafür nehmen. Man sollte es vorher mal probieren und auch aufs eigene Bauchgefühl hören. Nach Möglichkeit Bio. Rezepte, ja, gibt es ein Buch, das du empfehlen kannst vielleicht zum Thema grüne Säfte? Außer also ja, zur Greenstar gibt es ja selbst so ein Heft. Genau, das ist mit dabei. Es gibt lauter Bücher, aber du, ich kann dir sagen, ich finde in all diesen Rezepten zu sehr den Kompromiss für die Leute, die auch immer nur zubereiten wollen. Also ich würde vorschlagen, kauf dir 3 oder 4 oder 5 solche Bücher. Ja. Und wann immer da Salzen, Pfeffern, also Pfeffer würde ich auch sehr stark reduzieren und Ölen oder Essig kommt, weg damit. Ja? Okay. Wenn mir einer mit Zuckermelasse süßt oder mit Honig, weglassen. Das ist doch dummes Zeug. Also verzeih, das hat mit Rohkost nichts zu tun. Okay, gut. Die Leute müssen sich fragen, was sie wirklich mit Rohkost wollen. Manche Leute kommen da sowieso erst hin, weil sie gesund werden wollen. Mhm. Und wenn sie gesund werden wollen, das kannst du nicht mit einem Kompromiss. Du kannst nicht zum Doktor gehen und sagen, geben Sie mir 3 Aufbauspritzen, nachher saufe ich mir die Hucke voll. Ja. Das geht nicht. Entweder du willst gesund werden und dann machst du das kompromisslos. Und dann kannst du merken, wenn ich gesund geworden bin, kann ich hier und da mal ein Stückchen Apfeltorte essen. Kein Problem. Ja? Dann machen sich die Leute ein schlechtes Gewissen. Und das ist mir auch sehr wichtig. Niemals schlechtes Gewissen. Denn ja. Rohkost auf Kochkost zu setzen, das hält der Körper nicht aus. Der Körper hat lauter, der erwartet das. Der will Zungenwurst, der will Hacksteak, der will gekochten Blumenkohl mit Blutwurst. Ja, ja. Ja gut, pass auf. Das ist so zu wissen, schlechtes Gewissen. Man ist selber Herr über seinen Körper und wenn man überwiegend gesund ist und Rohkost ist, dann kann man durchaus auch mal eine Ausnahme machen. Ansonsten strikt dran halten, dann ist es auch wirklich eine Heilkost und dann kann man auch wirklich große Erfolge mit erwarten. Ja, ja. Jetzt habe ich noch einen Punkt hier und zwar, jetzt haben wir ja immer wieder diesen Green Star angesprochen, also ist ein sehr gut getesteter Entsafter. Es gibt aber auch viele andere, die ich aber auch ehrlich gesagt gar nicht alle kenne. Ich werde sicherlich irgendwann mal eine Auflistung dazu machen. Momentan habe ich da noch zu wenig Erfahrung. Kannst du noch irgendwelche Gerätschaften empfehlen da? Also ich empfehle eigentlich schon aus Prinzip gar keine Gerätschaften gerne. Ich habe mit dem Greenstar sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich weiß, dass der Champion das offenbar auch kann. Mhm. Ich würde die rotierenden Messer aus dem besprochenen Grund weglassen. Also alle Systeme, die mit sowas arbeiten, und wenn das keine Hochgeschwindigkeitsschrauben sind, dann würde ich sagen, dann kann das gut sein. Die Leute müssen das testen. Die Leute müssen einfach auch mal einen Testsaft üben dürfen, wenn sie im Geschäft sind. Ja. Denn das ist ja schließlich, das waren früher mal 1000 D-Mark, das musst du dir mal vorstellen. Ja, ja klar, genau. Essen ist kostenlos. Ja, genau, richtig. Also das vorher mal zu testen, ist natürlich sinnvoll, beziehungsweise ich werde mich auch mit dem Thema Entsafter noch ausführlicher beschäftigen und da auch ein paar Videos zu machen. Das ist aber noch ein bisschen in die Zukunft, um eben da auch eine Hilfestellung zu sein. Das Gleiche gilt auch für die grünen Smoothie-Mixer. Da bin ich auch gerade dran, eine Webseite aufzubauen, um den Leuten dann Unterstützung zu geben und Hilfestellung, was denn so die einzelnen Mixer von unterscheidet und da einfach mal eine Aussage dazu zu hören von jemand, der alle Geräte kennt.
Darf ich was zum Thema Ausnahme sagen? Sehr gerne, ja. Schau mal, da kommen Leute, die sind jetzt 40, 30, 20, 50, 70 Jahre. Die stellen jetzt um. So, und jetzt machen die, jetzt wollen die nach einem halben Jahr eine Verbesserung haben. Und dann kriegen die Leute ein schlechtes Gewissen. Und sie haben aber 40, 50, 20, 25 oder 30 Jahre keins gehabt. Unser Körper puffert unglaublich viel ab. Also unser Körper ist deswegen, Meister im Wegschließen von Giften und Abpuffern. Ja. Wir sind sogar fortpflanzungsfähig mit der übelsten Nahrung, auch wenn die Spermiendichte zurückgeht. Es klappt. So, also es muss unbedingt, es muss so eine Art Rutschkupplung da rein. Die Leute sollen freundlich zu sich sein. Und wenn man umstellt, dann ist das, dass man langsam angehen lässt. Und deswegen am besten Erdfasten vorschalten, dann irgendwann eine Darmreinigung machen. Da muss man sehr aufpassen, dass man an die richtigen Leute kommt. Und steigere, wie beim Fasten, den Umstellungsprozess langsam, was die Menge betrifft. Und probiere ganz viel. Und lass dir nicht erzählen, das musst du aber machen, das musst du machen. Ja, das ist nicht so schlimm. Jeder Mensch hat aufgrund seiner Vorgeschichte eine ganz eigene Herangehensweise in sich drin. Und die Intuition, die innere Stimme, das ist der Wegleiter. Das ist aber nicht der gesunde Menschenverstand, denn der ist krank. Ja, wir sind stimmt, alle krank. Wir sind wirklich krank, wenn wir aus der Kochkost kommen. Und dann kommen die Rohköstler, essen zu viel Nüsse. Das habe ich auch getan. Dann essen sie zu viel Obst. Ja, das zeigt nur so, also experimentell leben und fröhlich sein. Wenig essen. Ja, lieber Bernd, das sind so viele gute Hinweise, denke ich auch ganz, ganz vielen da große, große Hilfestellungen sein werden. Ja, ich habe jetzt eigentlich immer noch ein paar Punkte hier auf der Liste. Wir sind aber jetzt schon bei, gehen auf die 40 Minuten zu. Und von daher denke ich, wer sich damit weiter auseinandersetzt, für den sind vielleicht noch einige Stichworte interessant. Das Thema Entgiftung spielt sicherlich eine Rolle, wenn man jetzt anfängt, auf grüne Säfte umzustellen. Darf man sich auch darauf einstellen, dass da mit dem Körper was passiert. Und wenn man das, dann sollte man wirklich, wenn man jetzt merkt, oh, da passiert irgendwie eine Entgiftung, wahrscheinlich kriege ich Kopfschmerzen, ich kriege Durchfall, was auch immer, dass man auch einfach weiß, dass man da die Menge einfach etwas runterfährt, weil der Körper nutzt jede Gelegenheit, sei es jetzt durch Öl ziehen oder durch andere Dinge, wo er Gifte aus dem Körper rausschmeißen kann. Das, denke ich, ist ein wichtiger Punkt, den man einfach im Hinterkopf haben sollte. Und vielleicht kannst du abschließend noch sagen, wie oft man den grünen Saft trinken sollte. Gibt es da irgendeine Faustregel? Ja, das kommt ja ganz drauf an, wie der Arbeitstag beschaffen ist. Also bei mir konzentriert sich die Essenszeit mittlerweile auf ein Mittagessen. Wenn ich körperlich sehr stark gefordert bin, dann esse ich abends nochmal was. Und gestern Abend zum Beispiel, da war sehr anstrengend im Garten, da habe ich mir nochmal so einen grünen Saft gemacht. Das soll man, die Menge pro Mahlzeit muss, ist nicht das Entscheidende, ja? Sondern die Substanz, die man angemessen, ehrerbietig verzehrt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Okay. Und es muss bis zum letzten Schluss gut riechen. Das war ja ein wichtiger Aspekt, den wir vorhin noch angesprochen haben. Wenn ein Rohköstler gefragt wird, wonach Grünes riecht, dann wird er meistens sagen, das riecht alles gleich. Und wenn hier jetzt Rohköstler protestieren, dann kann ich nur herzlichen Glückwunsch sagen, weil die Kochköstlernase oder schlecht denaturiert Köstlernase ist ziemlich wenig empfindsam. Aber wenn du dann mal merkst, wie zum Beispiel Blätter von Hasel riechen, wie Blätter von Linde riechen, von Rose auf jeden Fall, die hat überall Parfum. Ja? Mhm. Wenn man das erstmal merkt, dann kann man auch erkennen, dass wir natürlich auch beim Grün mit der Nase dran gehen. Also die Augen sind mit immer das Erste, die Nase das Nächste, die Lippen mit dem Vorgeschmack das Nächste. So gehen wir vor, sodass wir uns richtig bekannt mit dem machen, was wir essen. Dass wir das nicht reinschlingen wie früher. Und da können wir nächstens, also ich denke, du kannst ja, vielleicht können wir mal überlegen, dass wir nächstens nochmal grüne Säfte für Adepten oder was weiß denn ich und eben weiteres einfach zum Grün machen. Aber Andreas, es gibt tausend und eine Idee.
Ja, genau. Es gibt so viele Ideen und ich bin einfach gespannt auf die Reaktionen zu diesem Video. Dann schauen wir mal, wo der Schuh am meisten drückt. Das weiß man ja vorher immer nicht so richtig. Von daher Fragen herzlich Ja. willkommen. Wenn man die Fragen nicht immer sofort beantworten kann, also von meiner Seite aus, ich sehe die Fragen, ich habe leider nicht immer die Zeit und man müsste sich teilweise einfach ja näher damit auseinandersetzen. Und wenn das dann so viele Fragen sind, dann ist es, denke ich, auf diese Art und Weise immer ein ganz guter Weg, die zu beantworten. Dann haben eben möglichst viele was davon. Genau, ja, also Bernd, ich danke dir nochmal ganz, ganz herzlich. Das sind wirklich grandiose Informationen aus erster Hand sozusagen. Ja, so viel zum Thema grüne Säfte für heute. Erstmal, wer mehr über dich erfahren möchte, du hast einen YouTube-Channel, youtube.com/BerndGerken, wo du mir eben im Vorgespräch verraten hast, dass du auch über grüne Säfte noch Videos rausbringen wirst. Unter anderem, es gibt schon sehr, sehr viele Videos. Zum Thema Grassaft wird da auch noch was kommen, hast du mir schon verraten. Und eine Webseite hast du auch, die heißt iotispermaculture.wordpress.com. Den Link gibt es auch unter diesem Video. Damit schließen wir, denke ich, das Interview ab, lieber Bernd. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal und Gerne. bis zum nächsten Mal. Also, ciao, mach's gut. Frohe Zeit, ne? Ciao, ciao. Gut, danke. Ja. Und nicht zu vergessen, Prost! Da, ja, Prost, genau. Genießen ist wichtig. Freude am Leben. Schön.